Aaron Reams from Chicago, Illinois. Sebastian Kehr aus Düsseldorf. George Covington von Florida. Lenny Weichsel, Düsseldorf. Michael Hauke, Altenburg. Felix Schweitzer, Lich. Yasin Turan, Nürnberg. Brooklyn, Omari Knox. Wir sind in Paris beim Sixpack-Turnier. Vor 2 Jahren konnten wir das Ganze gewinnen. Letztes Jahr unglücklich im Viertelfinale raus, aber die Jungs sehen mehr als ready aus. Sixpack-Turnier, Germany's Finest, let's go. Das erste Game war knapp bis zur Halbzeit und dann irgendwann ein Dreier Omari, ein Dreier George und dann ein mieser Dunk von Aaron, dann off the backboard Alley-oop, auch von Yasin auf Aaron. Dann war es vorbei. Wir haben mit 15 gewonnen, erstes Spiel. Und hier ist so ein kleiner Raum, kann man sich zurückziehen, weil hier ist Madness. Zweites Spiel auch gewonnen. Es war auf jeden Fall relativ knapp. In Overtime hat der Hauke einen Free Throw gemacht. Es hat auf jeden Fall gut getan. Jetzt haben wir die 2 Siege schon mal, die wir brauchen, um weiterzukommen. Dritte Game jetzt auch noch gewinnen, kleines Statement machen. Dann können wir gut erholt in den morgigen Tag ins Viertelfinale starten. Wir sind kurz vor unserem Viertelfinale jetzt. Wir haben gerade auf jeden Fall noch eine funky Regel näher gebracht bekommen. Und zwar darf jedes Team, was Viertelfinale spielt, einen Spieler picken von den Mannschaften, die bereits rausgeflogen sind. Das heißt, alle französischen Teams werden von ihren Jungs, die sie kennen, die wahrscheinlich eher ein bisschen besser sind, einen picken. Das heißt, jedes Team wird sich krass verstärken um einen Spieler. Und klar könnten wir das auch machen. Und wir kennen auch ein paar von den Jungs, aber ich habe eher die Philosophie, dass wir mit einem Team anreisen, wenn sich einer verletzt, Pech gehabt. Und wir machen mit der Squad bis zum Ende weiter, mit der wir angereist sind. Ich finde, das macht es den Teams von außerhalb noch ein bisschen schwieriger und nimmt ein bisschen die Lust, hier hinzukommen. Und natürlich kommen wir wieder, aber das ist wieder so ein Punkt. Wir haben es hier eh schwer genug und dann kommt das noch dazu. Macht es auf jeden Fall tough. Gerade mit den Holländern drüber gesprochen, weil die sind das einzige Team neben uns aus dem Ausland, die auch hier sind. Und auch die waren so, ey, wieder so ein Ding hier in Frankreich, was out of nowhere kommt. Naja, wir machen weiter Viertelfinale jetzt für euch. Wir hoffen natürlich, dass wir weiterkommen ins Halbfinale. Die Jungs sind heiß. Let's go. So, das letzte Game war unser Viertelfinale dieses Jahr. Wir haben das Spiel knapp verloren gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich glaube mit 6 Punkten oder so. Unglücklicherweise hat sich jetzt auch noch einer unserer Spieler verletzt im Game, was natürlich immer sehr schade ist bei diesen Sommerturnieren. Aber so läuft es manchmal. Wir fahren nach Hause, sind bestimmt im nächsten Jahr wieder dabei, nehmen wieder einen neuen Anlauf, unseren Sieg von 2017 nochmal auf den Tisch zu bringen. Dieses Jahr hat es nicht geklappt. Ihr wart dabei, Sixpack. Wir fahren jetzt nach Hause. Germany's Finest. So läuft's.